Herzlich willkommen, meine lieben Mitstreiter. Wir spielen weiter die Kampagne. Ja, ich mache das jetzt mal kurz so, weil ich habe eben was ausprobiert in einer Mission und jetzt weiß ich nicht, wo er weitermacht. Also, wir wollen fortsetzen auf Held von Stalingrad. 7. Oktober 1942. Westlich der Traktorfabrik. Achtung, Männer, beeilt euch! Die Russen haben es irgendwie geschafft, uns zu umgehen und stehen jetzt in unserem Rücken. Sie versuchen, uns aus dem Block zu treiben, so wie wir es gestern mit ihnen gemacht haben. Das darf nicht passieren! Wenn sie uns in das offene Gelände dahinter zwingen, haben wir keine Chance! Der Rest des Bataillons muss die Linien der Bolschewiken durchbrechen, um uns zu erreichen. Bis dahin sind wir auf uns gestellt. Aber wir waren schon oft in solchen Situationen und haben immer gewonnen. Und das werden wir auch jetzt wieder tun. Also, Truppführer, überlegen Sie sich gut, wo Sie Ihre Männer postieren. Wir können uns keine schweren Verluste leisten. Sie werden über diesen Kanal kommen, also besetzen Sie die beiden Brücken. Im Idealfall können wir Sie dort stoppen, bevor Sie durchbrechen. Bevor Sie aber alle Männer verlieren, ziehen Sie sich zum Propagandagebäude zurück. Falls Sie das auch nicht halten können, ziehen Sie sich durch den kleinen Park bis zum Kaufhaus zurück. Wir müssen Sie aufhalten. Wir werden nicht in einem Gefangenenlager der Bolschewiken verrotten. Suchen Sie sich ein Ziel aus und halten Sie es bis zur letzten Patrone. Wir müssen durchhalten. Ja, vermutlich, also es ist wieder so eine Verteidigermission, vermutlich wieder nur 6 Minuten lang oder so. Mal sehen. Und? Konzentration! In die Ecke gedrängt ist der Ivan am gefährlichsten. Unterschätzt den Feind niemals. Ihr müsst ihn auf schnellstem Weg vernichten. Ui, alle auf einmal. Ich lasse sie jetzt einfach mal, weil ich habe das Spiel jetzt schon eine Weile lang nicht mehr gespielt. Er sitzt in der Falle! Mach ihn fertig! Verstecken Sie sich! Du meine Güte. Oh shit. Da hätte ich nicht so vor das Fenster springen dürfen. Ja, im Geschütz, was du? Was machst du? Also gut, ich beschütze die rechte Brücke. Bussor! Also, das war heftig. Ja. Es ist KI. Künstliche. Was? Oh. Ich würde jetzt mal gerne wissen, von wo sie angreifen. Na, das war's wohl. Scheiße! Gewehrschütze noch. Alter! Oh, komm schon. Wie lange muss ich den noch aufhalten? Ich kann es nicht sehen. Maschinengewehr, Ivan! Hab ich ihn erwischt? Endlich! Er sitzt fest! Machen wir ihn fertig!
da! Ja, liegen! Zeitbeschuss! Los in Deckung! Wenn Sie nachladen, eröffnet ihr das Feuer! Okay, das könnte was werden. Hab ich ihn erwischt? Wer den Schützen erwischt, bekommt das Eiserne Kreuz! Kann er nicht überlebt haben. Dein Krieg ist vorbei, Eva! Gehen wir davon aus, dass das Verbündete sind, die schießen. Ich wollte gerade in Deckung gehen. Ich bin runtergegangen und der springt wieder nach oben. Verdammt. Oh. Ja, Leute. Ja, Missionsziel verteidigen eine Minute noch. Runter! Verdammt, er liegt über Sperrfeuer! Nicht nach, dass ihr die Munition habt! Verdammt, ihr Feiglinge! In der Falle! Naja, unter einer Minute sind wir jetzt auf jeden Fall. Ich hoffe zumindest, dass es auch so bleibt. Also andersherum war es ja so, dass ich immer da blieb, nie respawnt, aber scheint ja die Russen gerade respawnt. Das war für meinen Kameraden. Oh oh. Entschuldigung. Wo nehmen es denn die Russen ein? Ich vor eine Person mit vollautomatischer Waffe zu stellen, ist blöd. Wieso kommt er durch den Eingang? Der läuft einfach weg! Also wirklich. Ich glaube, die Anzahl der Russen ist auch schon geringer geworden. Ja, ich gehe hier gerade die Treppe hoch, das seht ihr vermutlich gar nicht auf YouTube. Die sind ganz in der Nähe. Streng dich an, du feiger Russenbastard! In der Radio! Ja, Radio! Ich will jetzt nicht verlieren! Ja, jawohl!
достали все-таки. Убить их сами. We have won the battle for Germany. 8 Minuten gegen sie diesmal. Ja, okay, gut, das war besser als letztes Mal. Ja, kurze Mission. Ich lade sie ja bis zum Zweifel hoch. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Also eines haben mir die Herrspiele dieses Spiels definitiv bewiesen. Das ist kein Krieg. Das ist viel schlimmer. Ja. Genau. Die KI ist grausam. Schlecht und manchmal grausam. Präzise. Ihr habt euch sicherlich schon eure eigene Meinung gebildet und schon totgelacht darüber, wie komisch die KI ist. Ich weiß, ich habe es mir gerade noch mal ein bisschen angeguckt und man hört so dieses Tastengeklicke und Geklacks und so. Und ja, es lässt sich einfach nicht vermeiden. Entweder steht das Mikrofon zu weit weg oder zu nah dran. Ich hoffe, ja, ihr verzeiht mir das. Man versteht mich immerhin recht gut und das ist auch eine der wichtigen Sachen. Und jetzt... Vielen Dank fürs Zusehen und tschüss.